Jo Leute, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin heute ein bisschen auf den Trails um Stuttgart unterwegs. Ich starte hier in Leonberg eine kleine Runde oben an der Gerlinger Heide und treibe mich dann in Richtung Solitude. Mal schauen, was da so abgeht. Ihr kennt wahrscheinlich schon die meisten Trails um Stuttgart herum. Ich möchte heute einfach mal in einer schönen Runde fahren und mal gucken, ob ich mich ein bisschen mehr wage heute. Einige der Sprünge habe ich öfter mal ausgelassen. Mal schauen, vielleicht geht ja heute ein bisschen mehr. Wetter ist auf jeden Fall top. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis gleich. So, wie eben schon gesagt, bin ich jetzt hier oben auf der Gerlinger Heide. Das hier ist der Golfplatz-Trail. Das ist ganz nett zum Warmfahren. Kann man sich mal ein bisschen einspringen. Ein bisschen einsurfen. Muss man viel pedalieren im oberen Teil und float's dann. Ausrollen. So, kleiner Location-Wechsel. Immer noch oberhalb Leonberg auf der Seite vom Waldfriedhof. Können wir jetzt erstmal schön hochpedalieren, auch ein bisschen technisch, da es relativ eng ist durch die Bäume. Hier ist Blickführung auf jeden Fall sehr wichtig. Den Blick nicht zu nah ans Bike, weil sonst passiert man nur die Hindernisse an und kommt nicht richtig durch. Der Boden ist richtig schön feucht heute, hat ordentlich Grip. Gestern hat es auch richtig geschüttet. Allerdings auch nicht zu lange, nicht dass alles durchgeweicht ist, sondern nur dass die Oberfläche ein bisschen feucht ist. Teilweise stehen noch kleine Pfützen, aber das ist wirklich die Ausnahme. Checken wir das mal aus. Da hat sich also nichts verändert. Hier gibt es noch einen zweiten Drop. Den schauen wir uns als nächstes mal an. Beziehungsweise ich fahre vielleicht erst noch mal den kleinen Double in der Mitte. Ich bin gespannt, was die da noch draus bauen. So, nochmal hoch. Und dann jetzt den zweiten Drop. Der ist eigentlich auch voll entspannt, nur die Landung ist ein bisschen schräg. Mal einfach nur richtig rum anfangen. Nachdem ich mich gerade warm gefahren habe, geht es jetzt auf kleinen Trails Richtung Schloss Solitude. Hier oben steht eigentlich immer das Wasser. Es trocknet nur sehr langsam ab. Kleine Matschpartie. Aber was wir biken ohne ein bisschen rutschen.
Manche Löcher hier sind einfach so tief, dass das Wasser sich sammelt und dann gar nicht mehr verschwindet. Letztes Mal war der hier richtig krass matschig, deswegen schaue ich jetzt gerade eher ein bisschen. Ja, genau an der Stelle hat es mich das letzte Mal reingehauen, weil es hier einfach so krass rutschig war. Servus! Hi! Beim Biken ist auch sehr viel Kopfsache, wenn man sich mal verinnerlicht hat, dass man weiter nach vorne schaut, dann macht das schon viel aus. Ich mache auch noch oft den Fehler, dass ich zu nah an mein Bike schaue und dann gar nicht ein Gefühl habe, was als nächstes kommt. Ich bin immer jetzt im Moment und bin dann überrascht von dem, was als nächstes kommt. Das ist eigentlich genau das Schlechteste, was man machen kann. Deswegen versuche ich gerade auch immer ganz bewusst darauf zu achten, meinen Blick ruhig so 4-5 Meter möglichst nach vorne zu richten und dann nicht in so einen Wow-Effekt reinzukommen. Okay, hier haben sie jetzt alles voll mit Baumstämmen gemacht, komplette Ausfahrt geblockiert. Okay. So, nochmal eine Runde. Die neuen Wurzeln nochmal auschecken. Ich mache vielleicht ein bisschen flüssiger drüber. Genau. Krass untersteuert die Kurve. Jump, jump, jump around.
hier das einzige Matschloch. Jetzt wieder der neue Part von dem Feld. Mega geil gebaut, also echt Respekt, wer den gebaut hat. Richtig nice. Dann den unteren Part hier, den fand ich gerade richtig flowig, obwohl ich das erste Mal gefahren bin. Ein paar schöne kleine Jumps drin, geile Anliegerkurven. Okay. Ohne Matsch ist das sicher auch deutlich schneller. Schon wieder der Ausgang. Ah, richtig nice, ey. Die Steigung hier hoch ist halt echt heftig, aber der Trail ist geil. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist sogar beleuchtet drin, aber wahrscheinlich für die Handwerker. Nehme ich mal an. So, jetzt geht's weiter zum Arizona Trail. Auch noch leicht nass, aber das ist ganz gut. Wenn der richtig trocken ist, ist er fast nicht fahrbar. Ist einfach nur ultra sandig. Hier ist echt schwierig, das richtige Wetter zu treffen. Entweder matschig oder sandig. Ich guck gerade mal, ob es hier noch andere Lines gibt, die ich noch nicht kenne. Hier waren wohl ein paar Chicken Wings, die jetzt zugebaut wurden. Habe ich auch schon online gelesen. Ich war jetzt wie gesagt länger nicht mehr da.
gleich weiter treten zum Indiana Jones Hof. So, hier bin ich nun hochgetreten vom Arizona zum Indiana Jones. Wahrscheinlich meine letzte Abfahrt heute. Muss nachher noch meine Kleine vom Kindergarten abholen, von daher. Danach heißt es wieder heimtreten. Genau. Diesmal noch den Dämpfer aufmachen. Mir ist nämlich gerade Arizona unten aufgefallen, dass mein Dämpfer zu war. Richtig geil. Naja. Aber es ging. So, schauen wir uns mal den Indiana Jones an. Mega geil grün hier, mega saftig. Halter die Halter. Weniger nass als der Trail vorher. Das steht hier das Wasser nicht. Hier geht es jetzt weiter. Nein, hier runter, jawohl. Ein bisschen mehr treten angesagt. Jetzt wird es wieder flowiger. Einer der ersten Trails, den ich überhaupt gefahren bin. Und damals hatte ich jedes Mal Krämpfe, wenn ich den gefahren bin, im Bremsfinger.
kennt das vielleicht am Anfang, wenn die Finger noch nicht so trainiert sind. Und man bremst ja auch mehr automatisch, weil man sich noch nicht so viel zutraut. Dann geben irgendwann die Finger einfach auf. Und bei dem Trail hier war das einfach vorprogrammiert, dass ich einen Krampf im Bremsfinger bekommen habe. Also muss man echt ganz schön treten. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung bei dem Trail. Und dann wieder, ist ja richtig schön flowig, kann man laufen lassen. So, da wären wir schon. Unten sind wir.